Wenn ihr bei dieser Stage seid, ganz schnell in die Mitte schauen oder generell einfach überall euch umgucken, ob hier ein Egg ist. Und ihr seht es, Freunde, ich habe ein Egg gefunden. Hey Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, heute werde ich euch einige Tipps verraten zu dem neuen Minigame in Adopt Me. Und zwar, ich würde sagen, wir gehen jetzt auch erstmal rein. Ich spiele das Ganze heute solo. Das heißt, ich habe einen Private Server mir erstellt und spiele das Ganze jetzt solo. Der erste Tipp ist schon mal, ihr könnt in Adopt Me, also in diesem Minigame, ein Future Egg gewinnen. Das Future Egg kommt leider zufällig und ich zeige euch auch dann, wo ihr es bekommt, also an welcher Stelle ihr es bekommt. So, ich würde sagen, ich schneide die Zwischenszene mal raus und schneide euch dann im ersten Teil des Videos nur die Szenen zusammen, wo ich euch die Tipps gebe. Und genau, am Ende des Videos würde ich sagen, zeige ich euch noch ein paar Folgen oder ein paar Runden, wie ich versuche, das Minigame zu gewinnen. Genau. So, es beginnt auch mit dem Spiel. Hier gibt es, glaube ich, keine richtigen Tipps, sondern hier ist es einfach nur wichtig, jeden Schrank einmal durchzusuchen. Und genau, hier gibt es doch schon einen Tipp. Und zwar, ihr seht ja gerade, ich habe hier 4 Äpfel gefunden. Isst bloß nicht den Apfel oder isst bloß kein Essen. Denn ich zeige euch gleich, warum. Freunde, 9 von 9 Gegenständen haben wir gefunden, aber ihr seht es gerade, wir haben hier leider kein Schwert. Das ist leider nicht so gut, das passiert leider. Also manchmal hat man auch die Variante, dass man kein Schwert kriegt in dem ersten Teil hier des Spiels. Aber was ich euch jetzt gleich zeigen werde, ist wichtig. Also aufpassen. Ihr seht es ja gerade, so, wir müssen jetzt zu Fräulein Elto gehen und ihr könnt aus ihrem Korb einen Keks nehmen. Ach, jetzt hat mein Charakter aus Versehen den Keks gegessen. Aber ihr seht ja, ich hab nur 70% des Lebens. Aber wichtig, esst bloß eure Gegenstände nicht, denn wenn ihr euch schlafen legt, kriegt ihr tatsächlich Leben. Noch ein wichtiger Tipp ist, ihr seht ja den Kronleuchter da oben. Geht am besten nicht auf dieses Bett drauf oder halt in die Nähe, weil sonst kriegt ihr Schaden. Denn der Kronleuchter fällt, Spoilerwarnung, in der nächsten Runde runter. So, ich würde sagen, ich gehe hier hin. Noch wichtig ist bei der Anfangsszene, dass ihr euch ein Bett aussucht tatsächlich, welches schon in der Nähe von der Leiter ist. Und ihr werdet es gleich sehen. Ich hatte eben noch 70% Leben und ich habe jetzt gleich... Freunde, ihr seht's, ich habe jetzt 100% Leben. Ja, erster Tipp ist uns geglückt. So, ich würde jetzt sagen, ach, wir müssen hochklettern. Das ist jetzt natürlich nicht gut. Oh, Tipp 2, hier vorne könnt ihr hochklettern. Ich habe jetzt ein bisschen Leben verloren, weil ich mich nicht ganz konzentriert habe. Aber Tipp 2, ihr könnt einfach hier vorne an der Leiter hochklettern. Und ja, da ich jetzt alleine spiele, ist es eigentlich nicht so gut, denn ich muss jetzt gleich alleine runterschwimmen und ich habe jetzt schon viel Leben verloren. Das ist eigentlich nicht so gut, aber ist nicht so tragisch, Freunde. Ich glaube, ich werde das trotzdem schaffen. Freunde, ihr seht jetzt gerade da unten, der Kanal ist verstopft, einer muss reingehen und schwimmen. Das könnt auch ihr sein, tatsächlich einfach rein und runter drücken und auf E drücken und zack, easy going. Freunde, wichtig, hier ist jetzt der Shop tatsächlich und je nach euren Fähigkeiten, wenn ihr zum Beispiel wisst, ihr seid sehr gut dabei, kein Leben zu verlieren, das heißt, dann braucht ihr euch nicht einen Apfel zu kaufen oder einen Schinken oder halt ein Schinkenstück zu kaufen, dann könnt ihr euch tatsächlich entweder 500 Lebkuchen für 50 Schneebälle holen oder einen Geschwindigkeitstrank oder wie in meinem Falle jetzt ein Schwert, denn ich habe jetzt am Anfang kein Schwert bekommen, das heißt, ich brauche ein Schwert. Und jetzt habe ich noch 10 Schneebälle frei, das heißt, ich nehme da noch einen Schneeball. Genau, Freunde. Also, wenn ihr richtige Schwitzer seid, dann könnt ihr euch ja nicht auch 500 Lebkuchen kaufen. Aber ich würde euch tatsächlich immer empfehlen, das Schwert zu kaufen. Denn das Schwert ist sehr, sehr gut und OP. Denn es zieht 2 Herzen ab. Und ihr werdet gleich sehen, dass es gegen die Gegner schon sehr hilfreich ist. Freunde, hier seht ihr es gerade wieder. Wir müssen Betten bauen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das jetzt alleine schaffe. Vielleicht war das doch keine gute Idee, alleine zu spielen. Aber auch hier ist es wichtig, wenn ihr die Betten gebaut habt, es gibt nur 4 Betten und ihr seid meistens vielleicht noch 12 Personen oder halt je nachdem, wie viele ihr seid, könnt ihr ja dann schauen. Wichtig ist auch hierbei, keine Sorge, falls ihr kein Bett kriegt, ist es nicht so, dass ihr aus dem Spiel gekickt werdet oder verloren habt. Nein, die Betten sind dazu da, dass Leute, die kein volles Leben haben, also nicht 100% volles Leben haben, wieder 100% volles Leben bekommen. Das heißt, wenn ihr 100% volles Leben habt, lasst ruhig eine andere Person auf das Bett gehen und schlafen. Denn ihr werdet es jetzt gleich wieder sehen. Ich habe 70% Leben und ich gehe jetzt schlafen und habe gleich wieder 100%. An dieser Stelle könnt ihr jetzt mal ein Abo dalassen. Es ist kostenlos und unterstützt mich. Jetzt werden wahrscheinlich gleich Monster spawnen und wir müssen die Monster erledigen. Ihr seht es jetzt wieder, ich habe wieder 100 Leben und warte jetzt, bis die Monster kommen. Genau, wenn die Monster sich so aufladen, da ihr habt es gesehen, 2 Sterne verloren. Wenn die Monster sich so aufladen, bloß nicht im Kreis stehen bleiben, denn dann verliert ihr Leben. So, zack. So, der Kleine geht ganz einfach.
Einmal hin, einmal zurück. Fertig ist. Restzeit. Ich habe genug Zeit. Und man kriegt, glaube ich, pro erwischten Nehmern oder Gegner, kriegt man, glaube ich, noch Gingerbread. Aber ich kann euch leider nicht sagen, wie viel. Einfach hin und her. Ihr müsst auch nicht kämpfen. Ihr könnt auch einfach weglaufen. Das könnte ich jetzt auch machen, aber das möchte ich nicht. So, jetzt müsste sich die Mitte hier öffnen. Zack, und ich bin in der Mitte. Und ich habe es überlebt. Freunde, wichtig an dieser Stage ist, bloß nicht die Stacheln berühren. Also ihr seht es jetzt gerade hier, bei den Wänden gibt es so Stacheln. Bloß nicht berühren. Und am Anfang ist es wichtig zu springen. Denn wenn ihr da runterfällt, verliert ihr Leben. So, ihr seht es ja gerade, da sind so Stacheln. Bloß nicht berühren. Die tun weh und ziehen euch Leben ab. Ich mache das dann so, dass ich hier so bleibe. Schaut mal, Freunde. Nicht 1% verloren. Am Ende müssen wir hochklettern und der Weihnachtsmann hilft uns jetzt. Freunde, ihr seht es schon hier. Hier bloß nicht reingreifen, denn der Keks wird uns jetzt wahrscheinlich Leben abziehen. Ich greife jetzt nicht rein. Also wenn ihr bei dieser Stage angekommen seid, bloß keinen Keks nehmen, denn der wird euch Leben abziehen. Und ihr müsst, wenn ihr bei dieser Stage seid, ganz schnell in die Mitte schauen oder generell einfach überall euch umgucken, ob hier ein Egg ist. Und ihr seht es, Freunde, ich habe ein Egg gefunden. Ihr müsst aber jetzt das Spiel gewinnen mit dem Egg und dann habt ihr natürlich gewonnen. Hier zum Beispiel benutze ich meistens den Trank, weil hier ist es wichtig, dass man auf Geschwindigkeit läuft. Und da nutze ich meistens den Trank. Schaut mal, Freunde, so, wir nutzen jetzt den Trank, denn ich bin jetzt dadurch schneller. Und ja, das Ganze ist begrenzt, das hat ein Zeitlimit, das heißt, ich muss schnell sein. Und ja, jetzt müsst ihr einfach nur noch dem Weihnachtsmann folgen, denn er versteckt sich hinter den Regalen. Und ja, so, jetzt sind schon zwei Regale runtergeschmissen worden. Jetzt wirft er das dritte Regal runter und jetzt ist es wichtig, dem Weihnachtsmann zu folgen, denn der Weihnachtsmann hebt die Regale auf und wir müssen uns Schutz suchen. So, wir laufen jetzt zurück. Deshalb habe ich den Geschwindigkeitstrank, weil dann bin ich schnell wieder Weihnachtsmann. Freunde, falls ihr kein Schwert habt, seht ihr es da vorne links. Da könnt ihr sehen, da ist ein Schwert, das könnt ihr euch dann noch schnell nehmen. Das heißt, ihr müsst keine Angst haben. So, geschafft. So, jetzt müssen wir durch das Fenster laufen. Und wir gleiten runter. Auch hier wichtig, bloß nicht die leuchtenden Felsen da berühren, denn dann verlieren wir 10% Leben. Und auch das war easy. Freunde, jetzt sind wir schon am Endfight. Und ihr müsst jetzt, wie gesagt, gewinnen. Denn nur dann kriegen wir das Future Egg. Hier ist es wichtig, dass ihr tatsächlich hinter dem roten Kreis steht. Denn dann könnt ihr Trick 17 machen. Und zwar einfach nur ganz langsam hinter dem roten Kreis hergehen. Das ist auch eigentlich ganz einfach, wenn ihr einfach das bisschen timet und hinter dem Kreis so rechts entlang geht, dann solltet ihr es eigentlich auch schaffen. So, jetzt lässt er wieder Monster spawnen. Das Gute ist, dass ich auch, da ich das Ganze auch alleine mache, ich muss dann nur, glaube ich, zwei Gegner eliminieren. So, jetzt springt der, hier springt die Frostklaue dahinter, drücken wir jetzt auf E und zack, somit verliert er schon ein Herz. Und somit haben wir den Endboss besiegt und wir haben jetzt das neue Future Egg. Freunde, falls ihr merkt, dass ihr kein Egg gefunden habt, also an der Stelle, die ich euch gerade gezeigt habe, könnt ihr auch einfach das Spiel verlassen und spart euch 5 bis 6 Minuten tatsächlich. Und das ist sehr, sehr wichtig, finde ich, weil 5 bis 6 Minuten sich sparen ist schon ziemlich gut. Das heißt, wenn ihr gemerkt habt, oh, ihr habt das Egg nicht gefunden, könnt ihr euch einfach dann eliminieren lassen und ihr kriegt tatsächlich noch Gingerbreads, also ihr kriegt noch ein paar Gingerbreads. Das Ganze zeige ich euch jetzt nochmal am Ende des Videos. Ich skippe jetzt die ganzen Parts und zeige es euch einmal. So, gewonnen. Zukunftsei gewonnen. Und Gesamtbelohnung 8170. Ja, Candies. Nicht Candies, Gingerbreads. So, Freunde, hier seht ihr es tatsächlich auch. Hier haben wir leider keinen, oder beziehungsweise kein Egg hier. Das heißt, hier werden wir uns einfach erwischen lassen, hier von der Frostklaue, würde ich jetzt mal sagen. Und dann können wir tatsächlich das Spiel neu starten. So sparen wir uns 5 bis 6 Minuten. Ihr werdet es jetzt gleich sehen. So, schön Schaden nehmen. Schön Schaden nehmen. Am besten auch direkt unter, hier, ihr seht es hier schon, schaut mal. Er wird es wahrscheinlich, ach, jetzt habe ich es doch nicht geschafft. So. Hier nehmen wir wieder schön Schaden, genau. 10 HP, verloren. Freunde, das Ganze hat nur 12 Minuten gedauert. Ich habe 4560 Lebkuchen bekommen und ich kann das Ganze jetzt nochmal starten. Das heißt, ich spare mir wirklich sehr, sehr viel Zeit. In dem Fall sind es sogar, glaube ich, 6 Minuten. Also ich spare mir 6 Minuten, was ziemlich gut ist. Und ich gehe dann wieder auf die Jagd nach dem Egg. Freunde, das war's mit dem Video. Ich werde am Ende des Videos nochmal euch mehrere Runden von mir dranhängen, wo ich versucht habe, das Egg zu bekommen. Vielleicht habe ich auch das Egg bekommen. Vielleicht lade ich auch nur Runden hoch, wo ich das Egg bekomme. Ich würde sagen, ich spule das Ganze vor. Dann habt ihr noch was zum Schauen. Was sagt ihr? Hat euch das Video gefallen? Haben euch die Tricks geholfen? Lasst es mich mit einem Abo und mit einem Daumen hoch wissen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!
Thank you.